In diesem Video werde ich vom 1. bis zum 100. Level Tricks machen. Wir fangen natürlich chillig an mit Tailwhip, Barspin, 360 und sonst irgendwas. Wir sind heute hier in der Halle und haben wirklich sehr viel Auswahl. Ich kann natürlich den ganzen Tag benutzen, um halt diese 100 Tricks zu machen. Wir fangen natürlich straight an, aber natürlich müsst ihr in dem ersten Link in der Videobeschreibung natürlich auch meine T-Shirts abchecken, die jetzt online sind. Also checkt sie auf jeden Fall, erster Link in der Videobeschreibung ab. Und natürlich auch die Armbänder, Online-Kurse und natürlich auch Grip-Tape. Ich würde sagen, ich ziehe mich wieder an, es ist richtig, richtig kalt hier drin. Deswegen fangen wir auch an mit dem ersten Trick. Wir fangen einfach mal chillig an mit dem Tailwhip Flat. Der ist ja auch ohne Probleme, sagt, erster Trick machen noch einen Trick, Barspin, Flat. Also wir sind schon beim zweiten Trick. Jetzt würde ich sagen, mach ich einfach mal einen Heel Whip. Dritten Trick, Flat wollen wir natürlich nicht sehen. Ich steigere mich natürlich ein bisschen ran, damit ich erstmal die einfachen Tricks mache und am Ende natürlich die schweren Tricks mache. Das wird natürlich sehr spannend, deswegen bleib bis zu meinen ran. Aber jetzt erstmal gehen wir zur Bank und ich mache jetzt mal ein paar Tricks daraus. Jetzt sind wir hier in der Bank. Ich würde sagen, erstes Trick, ich mache Double Tail Whip und danach mache ich einfach ein paar Dinger hintereinander, damit ihr ungefähr sehen könnt, was für Tricks ich jetzt noch alles machen werde. Okay, ich glaube, das waren jetzt drei Tricks, die ich noch dazu gemacht habe. Wir sind jetzt schon bei Trick 5. Jetzt machen wir aber weiter. Und zwar würde ich sagen, machen wir mal ein paar Grinds. Genauso sollte es nicht laufen, oh mein Gott. Wir haben jetzt insgesamt 7 Tricks, glaube ich. Kommt hin. Jetzt Oppo 4360, den mache ich direkt. Wir sind schon gut dabei, aber 10 müssen wir jetzt direkt knacken. Deswegen, weiter geht's. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen so viele Tricks wie möglich nur schaffen. Deswegen, weiter geht's. Auch der Halfbar zählt natürlich. Deswegen haben wir hier erstmal die Section auseinandergenommen. Jetzt nehme ich einfach mal das Rail und dann machen wir ein paar Tricks. Und danach gehen wir zu Box, Resi, Step Up und sonst 180-Trick. Aber jetzt erstmal ein paar Rail-Clips. Das kleine Rail, da können wir viel besser dran grinden, geht schneller und man kann mehr Tricks machen. Deswegen, erster Trick, Boardslide. Da wir jetzt schon mal hier sind, haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal 6 nice Tricks. Wir haben jetzt 21, glaube ich, insgesamt. Wenn ich falsch liege, tut es mir leid, aber ich muss die ganze Zeit Tricks machen, kann ich dabei die ganze Zeit dran denken, wie viele Tricks ich gemacht habe, aber grob 21. Hier haben wir hinten diese Quarter und diese Quarter möchte ich unbedingt paar Stalls machen, damit wir da auch noch schnell Tricks machen. Deswegen Stalls, Fiebel, Bar Fiebel, Saddle Fiebel, Oppo Fiebel, 360, Bar Spin Drop, sowas. Machen wir jetzt, habe ich Bock drauf. Ich glaube, wir sind jetzt schon mal 26, 25, 26, 26 Tricks. Den Downhill Disaster muss ich aber nochmal hinbekommen. Okay, den ersten 180-Trick haben wir schon mal geschafft. Wir sind jetzt bei 30. 30 haben wir schon. 70 müssen wir noch machen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal. Wo gehen wir denn mal hin? Wir haben hier die Step-Up und ich mache von der Spine-Step ein paar Tricks. Wir fangen an mit Triple Whip, Unless, Finger Whip, so welche Tricks. Ich bin jetzt ein bisschen warm. Der erste Trick, den ich hier rüber machen werde, ist erstmal ein Triple Whip. Boah, jetzt schon Voice Crack, aber es ist sehr anstrengend, diese Challenge. Deswegen lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und abonniert den Kanal natürlich für mehr solche krassen Challenges. Aber Triple Whip, Unkickless, Unkickless, Sage Whip, X-Up, X-Up. Machen wir. Okay, Triple Whip haben wir. Jetzt erstmal die anderen Tricks. Aber der Weg, merke ich, ist viel zu lang. Es dauert viel zu lange. Wir müssen schnellere Tricks machen, damit wir es schneller hinbekommen. Ich habe mir auf jeden Fall eine Zeit festgelegt, wann ich fertig sein will. Deswegen, komm, das schaffen wir. Jetzt aber erstmal ein paar Kickless-Kombos haben wir auch noch. Das war noch ein Trick. Der war 180. Falls ihr den gesehen habt, aber habe ich auch nicht gemacht. Deswegen sind wir bei wie viel Tricks? 33. Das ist schon gut, aber nicht gut genug. Wir haben nicht mal die Hälfte. Deswegen weiter geht's. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das ist ein bisschen weit weg, aber jetzt haben wir schon 35. Ich glaube, wir gehen da gleich rüber in die Mini-Ramp. Da kann man nämlich schnell mehr Tricks ballern und das ist nicht so anstrengend. Aber jetzt wollte ich noch machen, ein X-Up, stimmt. Okay, den Desaster hatten wir auch noch nicht hinten. Nochmal 2 Tricks. Ich weiß, es ist jetzt kein krasser Trick da hinten, aber gilt als Trick. Wir gehen jetzt in die Mini-Ramp. Da habe ich nämlich ein paar Ideen, deswegen ab rüber in die andere Halle. Habe ich richtig Bock drauf. Wir sind jetzt aktuell in der Mini-Ramp. Ich mache jetzt einfach mal schnell ein paar Tricks hier. Einfach auf der Seite, damit ihr sehen könnt, was ich hier alles auf jeden Fall hinbekomme. Weil die Seite brauchen wir nicht. Wir nehmen nur die andere Seite. Versuche ich jetzt mit 37 Tricks weiterzumachen. Also, beziehungsweise sind wir jetzt bei 37. Jetzt 38, 39, 40. Immer weiter. Ich hoffe, ich krieg's bis hier. Wenn ich hier bin, die 50 Tricks hin. Aber ich gebe mal mein Bestes. Haben wir
ganz schnell. Jetzt müssen wir weitermachen mit den weiteren Tricks da. Vielleicht mache ich ein paar One-Edge-Tricks. Aber Grinden ist halt easy, Stalls sind halt easy. Aber es ist anstrengend, ihr könnt euch das nicht ausmalen. Haben wir bis jetzt, Hälfte ist geschafft. Oh, ich kann jetzt schon nicht mehr. Aber Mini-Rap ist perfekt dafür. Wir gehen trotzdem nochmal in eine andere Section, weil ich habe noch andere Ideen, die wir machen können. Das heißt, wieder ab rüber in die andere Halle. Ihr könnt das natürlich auch gerne mal zu Hause versuchen, aber glaubt mir, 100 hört sich wahrscheinlich einfach an, ist aber nicht auf Dauer einfach, weil wir sind jetzt erst bei 50 Tricks. Wir haben erst die Hälfte und das Video geht schon richtig lang. Deswegen, wir gehen einfach mal von der Holzbox aus in die Resi-Landung. Da habe ich auch Bock drauf. Wir versuchen, jede Section auseinanderzunehmen. Jetzt kann ich endlich meinen Pulli ausziehen und das nice T-Shirt euch zeigen. Ich mache das, was ich euch vorhin gefühlt schon gezeigt habe. Aber ich versuche erstmal ein paar Tricks, so Bar Whip, Whip Bar, dann vielleicht ein 540 Bar. Triple Down hier, so welche Tricks. Ich glaube, das ist gut. Da haben wir schon 5 Stück oder so. Dann machen wir weiter. Let's go. Komm, erstmal da hinten hin zur Quarter Resi. Jetzt fühle ich mich viel wohler mit dem Kiran-T-Shirt. Ihr wisst ja, wie es läuft. Es ist richtig anstrengend. Jetzt aber erstmal Whip Bar, Bar Whip. Erstmal die Basics. Finger Whip und 80 hatten wir zwar schon, das zählt nicht. Deswegen muss er immer schwerer werden. Vielleicht ein Upper Whip, das wäre cool. Er war gut sketchy. Der 55. Trick. Weniger als die Hälfte müssen wir jetzt noch machen. Weiter geht's. Ein paar ohne echte Tricks. Sketchy Redo. Jetzt nochmal in Bar spinnen. So. Hey, ihr seht schon, wir kommen ja aus der Puste. Aber ich muss noch sehr viel Tricks machen. Lassen wir mal gelten. Der war ekelhaft. 55 Tricks haben wir. Das ist gut. Ich mache mal einen Bri-Hoop da rein. Ich glaube, das ist auch ganz cool. Alter, 60 Tricks. Puh, das ist komplett anstrengend. Wir müssen weitermachen, Jungs. Keine andere Wahl. Wir gehen jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal zur Resi. Ich muss natürlich zwischendurch ein paar Pausen machen, weil sonst bin ich komplett kaputt. Ich meine, 100 Tricks am Stück ohne Pause. Könnt ihr euch ja ausmalen, dass es überhaupt nicht geht. Jetzt noch ein paar Resi-Easy-Tricks. Letzten 10, 15 oder 20 werden richtig schwer. Aber wir haben jetzt noch 40 Tricks vor uns. Boah, wir haben schon 60 geschafft. Wollen sich gar nicht ausmalen. Ich mache erstmal 360 Bar, 360 Whip, 360 X-Up. No Hand. So welche Tricks. Ich habe richtig Bock drauf bei der Resi. Wie ihr sehen könnt, ich bin gerade mies auf meinem Wheel hinten gelandet. Jetzt aber weiter. Nur noch 35 Tricks zu machen. Weiter geht's. Kann ich mehr. Fix und fertig. Ich muss ein bisschen chillen. Die Tricks sind jetzt nicht die übelst krassesten Tricks. Ich mache jetzt keinen Bri Butter oder, keine Ahnung, Double Flare oder sonst 540 Flare. Weil, ihr merkt schon, ich bin jetzt schon komplett aus der Puste. Und wenn ich jetzt einen Trick mache, den ich nicht so safe habe, dann war es das mit mir. In den nächsten Wochen kein Video. Aber jetzt sind wir hier, wo ich vorhin war. Und ich möchte jetzt hier ein paar 180 Tricks drauf machen. Ein paar Manual Tricks, damit ich erstmal wieder reinkomme. Nicht so anstrengend. Aber noch 35 Tricks. Haben es gleich geschafft. Aber es ist schon echt anstrengend. Ja, der zählt auch. Übrigens, war es auch ein Kickel. 30 Tricks. Oh Mann, ich dachte, es wären noch 20, aber jetzt noch 30. Wir sind aber gut dabei, natürlich. Aus der Bank ist natürlich nochmal was anderes als 180, wenn ich einen Trick mache. Whip Bar habe ich jetzt aus der Bank gemacht, habe ich vorher auch nicht gemacht. Wir gehen nämlich jetzt zur Holzbox, da habe ich noch gar nichts gemacht, deswegen mache ich da nochmal schnell ein paar Tricks. Mal schauen, was man darüber machen kann, beziehungsweise was man an der Box machen kann, weil ihr kennt mich, Fujiam und ich, wir sind so, wir gehen rüber. Zwei Tricks in einer Line, Turndown und Wallride. Jetzt nur noch 28. 20 ist drin. Jetzt mache ich ein paar Footjump-Tricks und ein paar Tailtap-Tricks. Oh. Also eigentlich ist Footjump bei mir so. Aber ich bin, glaube ich, so im Arsch. Alle guten Dinge sind drei. Wie jedes Mal, ihr wisst ja, wie es ist. Ja, alle guten Dinge sind drei. Oh mein Gott. Ich habe ja total vergessen, dass ich einfach keine Break mehr am Start habe. Aber Tailtap geht. Ich versuche mal ein paar Tailtap. Oh mein Gott! Der war gut sketchy. Ich bin nicht aufgekommen auf die Holzbox oben. Deswegen noch 26 Tricks. Weiter geht's. Ein paar Stolz habe ich Bock da drauf. Die Break auf jeden Fall nicht am Start. Oh, ich kann nicht mehr. Wir sind gut dabei. Aber 19 kriegen wir auch easy hin. Komm, let's go. Oh, da bin ich ja fast gestorben, ey.
Also, ich mache jetzt mal ein paar eklige Tricks. Und zwar haben wir hier eine Quarter und da haben wir hier die Step-Up-Landung. Da mache ich jetzt einmal Fakie-Tricks ran. Das heißt, Bar Fakie, dann aus dem Fakie da raus. So welche Tricks kann ich jetzt schon nicht mehr, aber 15 Tricks noch, komm, wir machen weiter. Wenn ich jetzt ein Bar Fakie mache, zählt das übrigens als ein Trick. Wenn ich hier den Double mache, sind das zwei Tricks, das ist ganz gut. Drei Tricks, zwei Tricks mit einer Klatsche. Sehr gut. Jetzt machen wir noch mal ein paar andere Tricks. Ja, fast überfahren, aber zählt mal zwei Tricks mit einer Klatsche. Nur noch 11. Weiter geht's. Oh, Gottes Willen. Boah, da bin ich ja richtig weit oben reingedroppt. Habe ich auch noch nie gemacht, ein Celle to Fakie. Den möchte ich mal machen. Ja gut, der Celle zählt, aber hier bin ich fast Fakie runtergefahren. Die Step-Up. Das Step-Up besser gesagt. Nee, ein Trick haben wir, das heißt noch 10. 10 Tricks. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Ich mache ein paar Flat-Tricks. Noch 9 Tricks. Langsam sind wir echt am Ende. Oh Gott, ich mach's aber nochmal. Sketchy Redo. Noch 8 Tricks. Ja, es wird nicht mehr so viel sein. Ich freue mich. 7. Diese Quarter ist mir im Weg, das ist mir zu blöd. Ein anderer Trick. Ist zwar albern, aber zählt auch als Trick. Oh mein Gott, noch 6 Tricks. Okay, lass mal einfach mal so zählen, ohne Kommentar bitte. Okay, den habe ich echt Jahre nicht gemacht. Tricks noch, wir gehen die Ideen echt aus. Noch 4 Tricks, no foot bar spin. Ey, wir gehen wirklich die Ideen aus, aber ich mache jetzt die 4 Tricks. Fahren. Haben wir schon. Nochmal. Haben wir schon. Ich zeige die Idee einmal normal. Oh Gott, das war ein normaler Angriff. 2. Noch 2 Tricks. 60 Bar Spin habe ich noch gar nicht gehabt im Flat. Wow! 99 Tricks! Also hoffe ich, wenn es richtig ist. Und jetzt? Du wolltest den letzten machen, ne? Ich wollte den letzten. Super Mail Whip. Super Mail Whip, oh Gott. Ja, viel Spaß. Versuch mal den letzten Trick. Den übernimmst du. Und die Spannung steigt, die Spannung steigt. Jawohl! Den hatten wir nämlich noch gar nicht. 100 Tricks haben wir geschafft. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like da. Abonniert diesen Kanal für mehr Videos. Und checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab für den Online-Shop. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.